Hey Freunde und damit herzlich willkommen zurück zur dritten Etappe der diesjährigen Tour de France. Und wir fahren von Vejle nach Sonderborg. Wir haben wieder eine flache Etappe, wieder natürlich die Chance für unseren Sprinter Sam Bennett. Ich werde mein Bestes geben, aber ja, ich muss hier auch echt wieder reinkommen in dieses Spiel. Mit den Sprints vor allem auch, aber eigentlich überall, wenn wir ehrlich sind. Wir sind natürlich wieder unter den Favoriten. Das ist klar und unser Ziel wird es natürlich auch sein, die Etappe zu gewinnen, aber ich bin auch mit einem Top 3 Ergebnis safe ziemlich zufrieden. Let's go! Und die dritte Etappe wird gleich freigegeben. Primus Roglic immer noch im gelben Trikot. Capiun müsste das im grünen Trikot gerade sein. Und es tut mir leid, ich weiß nicht, was das gerade bei mir ist, aber das mit dem Kameradrehen bereitet mir unvorhergesehene Schwierigkeiten. Ich probiere es diesmal mit dieser Taktik, die Leute nach vorne zu holen. Position einnehmen. Gucken wir mal, wie das Ganze funktionieren wird. Tagesformen sehen im Schnitt schon mal deutlich besser aus als bei der Etappe. Gestern, wir haben auch besseren Sprint- und Beschleunigungswert, genauso wie eben den Wert bei Sam Bennett. Das könnte uns natürlich auch nochmal helfen. Wir werden gleich in Beschützung, klar, ihr wisst, was ich meine, also dieses mit dem diesem Zeichen, was man hier schützen nennt, genau. Das werden wir genauso machen wie in der letzten Etappe. Mir fällt dazu gerade kein besserer Begriff ein. Und werden dann diese Etappe starten. Wir haben wieder drei Bergwertungen der Kategorie 4. Wir werden wieder nicht in die Ausreißergruppe gehen. Ich habe richtig Bock, irgendwann nochmal in die Ausreißergruppe zu gehen, aber heute auf jeden Fall nicht. Im Gojard und Fedorov. Fedorov wird natürlich versuchen, seinen Bergtrikot zu verteidigen. Wir haben Goldstein, der auch versucht, wahrscheinlich. Das Bergtrikot hier an sich zu rechnen, an sich zu reißen. Großdev und Froome. No freaking way. Okay, das ist wirklich heftig. Imagine, wir befinden uns heute in der dritten Etappe der Tour de France und Chris Froome geht in die Ausreißergruppe. Ich denke, es ist also wirklich sehr unrealistisch. Also so in echt wird es nicht passieren. Aber das wär heftig. Imagine so. Junge, 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 Junge. Ja, cool. Ich bin gerade. Ich muss das erst bearbeiten. Ja, alter Schwede. Ich würde sagen, wir können dann wieder das Spiel ein wenig beschleunigen. Wie gesagt, wir gehen halt nicht in die Ausreißergruppe. Das heißt, wir haben hier wenig zu tun. Wir müssen nur aufpassen, dass wir das Wasser holen nicht verschlafen. Aber es fühlt sich heute falsch an. Campbell hat sich einfach eine zu krasse Tagesform. Ich würde sagen, Schachmann, es fühlt sich eigentlich alles falsch an. Das sind eigentlich keine Wasserträger, so gefühlt, aber ich würde sagen, heute Schachmann? Heute Schachmann, oder? Boah. Machen wir, glaube ich. Und Fedorov holt tatsächlich schon wieder die. Nein. Nein. Vor Chris Froome. Ach du heiliges bisschen. Oh no. Okay, das ist schon ein bisschen sad, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, wir können hier aufs. 73 gehe ich jetzt erstmal runter. Aber oh, komm, das hat doch gut funktioniert auf jeden Fall. Für heute. Aber ich glaube, kann auch mit unserer daran gelegen haben, einfach, dass die Ausreißergruppe komplett fahren gelassen wurde, dass da gar keine Anstrengungen überhaupt unternommen wurden, die einzuholen. War einfach Chris Froome. Ich glaube, also der würde man auch auf der dritten Etappe doch nicht fahren lassen in der Ausreißergruppe, oder? Weiß ich gar nicht. Weiß ich wirklich nicht. Ist schwierig. Nun ja. Ui. So viel zum Thema, ich soll es nicht verschlafen, Wasser zu holen. Es geht aber auch manchmal schnell. Die Sprintwertung ist auch schon in absehbarer Zeit. Ich werde einfach, ja, es ähnlich machen wie bei der letzten Etappe und einfach irgendwie gucken, dass ich mich an irgendjemanden dranhänge. Actually, ich werde nicht mit Van Poppel irgendwie einen Sprint einleiten und dann hinten dran. Es ist unglaublich, Gujar. Oh, Froome. Alter, ich.
Ich war nie ein großer Chris Froome-Fan, muss ich ehrlich sagen, aber das ist schon traurig. Das macht mich sogar als nicht großen Chris Froome-Fan traurig, muss ich ehrlich aber mal gestehen. Oh Gott, Bennett. Was machen die denn jetzt schon wieder Kilometer, bevor der Sprint eigentlich losgeht? Leute. Vor allem ausgerechnet Bennett, das ist der bei mir dann komplett hinten abreißt, so alle anderen so, ne? War noch vorne entspannt mit und Bennett. Naja. Oh, guck mal, Caleb Ewan. Ja, 5 Kilometer, glaube ich, erst ab da kann ich es machen. Mich hinten dranhängen. Jetzt bin ich gerade aber ein bisschen. Ja, mache ich einfach. Ich hänge mich jetzt schon. Nee, noch nicht. Okay. Ah, jetzt geht's komisch. Ich weiß nicht, was dann da die Grenze zu sein scheint. Malen dann bitte immer so lange. Ja, da 75 hier ist okay. So, 75. There we go. Und Bennett einfach hinter Juni. Ich glaube, dann kann ich nicht viel falsch machen, actually, oder? Es ist der mit dem grünen Trikot. Er wird auf jeden Fall für den Zwischensprint gehen und er hat gute Werte. Also. Ich glaube nicht, dass ich damit was falsch machen kann. Auch wenn er scheinbar irgendwie keinen Anfahrer hat, oder? Geht dahinter von mir. Ja. Gut, okay, vielleicht habe ich doch was falsch gemacht, weil. Guck mal, wo er sich befindet gerade. Du Scheim, klar ist er. Oh nein. So viel zu dem Thema, ne? Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter Schwede. Sorry. Ich war gerade noch. Ich habe mir noch die Hände vor die Augen gehalten. Und dann war schon. Ja, ach, Mann, oh. Krass. Ich sollte vielleicht noch ein bisschen mehr drauf gucken, dass der gelbe Balken wieder sich auffüllt. Das war jetzt wirklich ein absoluter Fail. Das ist traurig. Vor allem, es hat wirklich wenige Punkte jetzt gegeben. Wenn überhaupt. Oh Gott. Muss mal gucken. Einen. Jun hatte auch nur zwei und ich so, ja, das muss doch das richtige Hinterland sein. Oh nein, wie sehr kann man sich vertun? Och Mann, oh. Es ist einfach blöd gelaufen. Mehr kann man dazu, glaube ich, auch nicht sagen. Ist einfach blöd gelaufen. Ach ja, dann gucke ich mal, dass sich der gelbe Balken von Bennett auf jeden Fall wieder komplett auffüllt. Ja, hier auch auf die. Ach, Leute, bitte komm, füll dich komplett wieder auf. Bitte, 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 bitte. Hallo. Hi. Ja, there we go. So. Ich glaube nicht, dass wir überhaupt nochmal Wasser holen gehen müssen, oder? Sieht nicht unbedingt danach aus. Ich habe das Gefühl, irgendwie diese diesjährige Edition ist ein bisschen ruckeliger. Wir haben nicht viele neue Features, aber er ist ein bisschen ruckeliger geworden. Aber es sind schon neue Features, das ist klar. Geht darauf echt. Es tut mir so leid für Froome. Es tut mir wirklich leid. Was soll ich dazu sonst noch sagen? Ich glaube, ich gehe zur Sicherheit jetzt nochmal Wasser holen. So. Sicher, sicher, oder? Also ich habe Bock auf dieses neue Scouting-System im Karrieremodus. Aber sonst was, also. Naja. Ich habe auch generell einfach wieder Bock auf Radsport Simulator. Es ist schon einfach ein nice Game so an sich. Vor allem auch der Karrieremodus, den feiere ich sehr. Aber auch eben diese 3D-Rennen sind auch einfach echt cool. Jetzt wird hier schon wieder der Tempo hochgezogen. Leute, wir haben noch 38 Kilometer, 1 Minute 30 Vorsprung der Ausrüstergruppe. Das ist doch kein Problem. Entspannt euch doch mal alle wieder. Ich denke, wir werden wieder einen kompletten Zug eingehen. Auch ohne Fernkampf. Warte mal. Das war früher. Das Ding, man konnte 3 Kilometer irgendwie ungefähr ziehen. Das war so der Richtwert mal, nicht? Wir haben 4 Leute, die dabei rausfallen. Weil, ne? Sprinter und sowas. Und dann halt Vlasov. Das heißt, wir haben 4 Leute. 3 Kilometer sind 12. Plus halt die 3 letzten Kilometer mit Sprint sind. Schlussendlich nach Adam Riese 15 Kilometer, ab 15 Kilometer ungefähr. Das war das letzte Mal schon ein bisschen früh, muss man sagen. Also, ja, je nachdem, wie man es jetzt einschätzt, aber gut, wir sind bei 17 irgendwas, deswegen sollten wir vielleicht jetzt schon mal einfach sortieren. Jo, machen wir das. Also, genau, wie letztes Mal. Ich denke, daran ändert sich erstmal nichts. Dann.
Pollet. Drei Sprinter. Dann haben wir definitiv Kemner. Dann sieht es mir heute tatsächlich nach Mullen aus. Und dann Stachmann und Konrad wieder, der das als erstes anfühlen wird. Mit 86 erstmal. Ich denke mal, heute der Wund nicht so entscheidend. 87. So, jetzt einsortiert. Das heißt, jetzt gehe ich hoch. 90. Wobei wir sind noch nicht bei der 15-Kilometer-Marke, deswegen erstmal chillen. So, jetzt gehe ich auf. Ja, wobei, ich bleibe erstmal bei 90, bei Konrad. Okay, jetzt gehe ich 95, Energiegel. Garcia Cortina fällt zurück. Geil. Kein random gefühlt, aber gut. Das haut jetzt nicht so ganz hin, ne? Mit den 3 Kilometern. Vielleicht, naja, gehe ich jetzt erstmal hier auch mit Schachmann auf 90 wieder, nicht auf 95. Gucke ich mir das mal ein bisschen weiter an, wie das jetzt zum Beispiel mit 90 Kilometern aussieht. Mit dem Einsatz von 90. Setz mal wieder das Energiegel ein. Ja. Er verliert halt deutlich langsamer den roten Balken. Das ist ein krasser Unterschied, deswegen kann ich jetzt schon, glaube ich, höher gehen. Was ist. Leute. Okay, er hat schon wieder aufgehört, die Klärk. Ich gehe mal ein bisschen näher ran. Hier ist ja, sonst erkenne ich ja nichts bei den ganzen Gebäuden. So, jetzt mit Schachmann hier die 99 runter. Ich glaube, kann es sein, dass es hier ziemlich viele Kurven gibt? Dann müsste ich sowieso da nochmal ein bisschen. Ja. Gerade hier vor allem, aber das haben wir jetzt quasi schon hinter uns. Was denn jetzt? Jetzt haben wir halt uns dann doch wieder ein bisschen verkalkuliert, würde ich sagen. Egal. So, Meilen 95 erstmal. Oder gehe ich direkt auf die. Ich gehe direkt auf die 99, weil wir haben ja Kemner auch noch. Bro. So, Meilen. Ist noch komplett flach hier jetzt noch. Das Ding ist, was man hier halt bedenken muss, okay, die. Also 99 scheint nicht der Vibe zu sein. Ich glaube 95 ist der Vibe, aber dann hätte ich das irgendwie anders schon von Anfang an spielen müssen. Ha, das ist nervig. Ich muss es gerade einfach alles nochmal ein bisschen austesten, ein bisschen wieder mich reinfuchsen und neu lernen. Jetzt muss ich hier eigentlich die 99 durchziehen. Mit Kemner. Und wir lassen schon wieder Lücken klaffen, actually. Was irgendwie echt geil ist. So. Ich würde sagen, geh noch auf die 99, 99, 99. Sprint. Das könnte jetzt actually deutlich besser sein, als es letztes Mal war. Ich weiß es noch nicht, aber ich habe so die Hoffnung. Na, ich werde geblockt wie sonst was. Oh, ist das ekelhaft, Mann. Leute. Gleich ist deren Energie halt eh alle und dann blocken die mich noch mehr. Das ist suboptimal. So. Und Poppelsprint. Und jetzt habe ich hier auch noch die Kurve. Oh, die habe ich ja gar nicht mitbedacht. Lässt mich jetzt hier completely foppen. Was ist denn jetzt hier? Bist du bla so vor Bennett und Bennett ist hinter Fanart und Dainese, wenn von Poppel für ihn den Sprint anfahren will. Und wieso haben die es alle nach vorne geschafft? Ey, ich glaube, ich krieg zu viel. Bennett, geht's dir gut? Ist die Frage. Was soll ich tun? Der ist auch komplett, completely voll. Ich kann, glaube ich, jetzt einfach von hier aus den Sprint mit ihm starten, bin ich ehrlich, oder?
Gehe ich hinter Fanart? Ich gehe hinter Fanart, glaube ich. Dann aus seinem Windschatten jetzt gehe ich in den Sprint. Und Van Poppel. So. Du blockst schön nochmal deine Esel. Und Bennett zieht links vorbei. Zieht vorbei. Bro. Du kannst übrigens deinen eigenen Sprint machen. Ja, es ist zu viel Energy. Es ist deutlich zu viel Energy. Van Poppel. Mann! So viel zu dem Thema. Ich muss es mit dem Sprint noch viel mehr üben und ich muss mir echt diese letzten Kilometer angucken, weil das ist mit den Kurven und so ist deutlich entscheidender, glaube ich, als es früher irgendwie der Fall war. Habe ich im Gefühl, ich weiß nicht, ob das stimmt. Das fühlt sich für mich so an. Als hätte man da früher einfach absolut gar nicht drauf achten müssen, aber jetzt ist es schon ziemlich entscheidend. Ja, und das mit Polit, das war nicht der way to go, so. Ach nee. Es war suboptimal. Gerade noch vor Van Poppel. Immerhin. Siebter und Achter. Und Vlasov natürlich wieder gut dabei. Haben wir hier? Nee, alle same time. Ist auf Garcia, Cortina, random. Naja. 12. Gesamtwertung noch mit Schachmann. 19. haben wir die Kamera, hat sich glaube ich nichts geändert. Ja, hier. Dies ist problematisch. Der Abstand, den Caleb Ewan hier schon hat, das ist unglaublich. Man hätte die Etappe auch gewonnen, ne? Ja. Gut. Gut. Nun ja. Nächste Etappe wird nochmal spannend. Wir haben ein bisschen Kopfsteinpflaster, nicht viel. Aber dann nochmal hier eine schöne ordentliche Windkante. Können wir mal gucken, ob wir damit was anfangen können. Ich weiß es noch nicht. Ich bin gespannt. Schalte auf jeden Fall wieder rein zur vierten Etappe. Bis dann. Mach's gut und bye bye.